Ich habe das jetzt nicht als Ziel gehabt, überhaupt nicht. Ich kenne mich mit Preisen auch ehrlich gesagt gar nicht so wirklich aus in Deutschland. Ich kenne die meisten Preise gar nicht. Aber trotzdem ist es wunderschön, einen zu gewinnen. Und es ist natürlich irgendwie auch eine Bestätigung für deine Arbeit. Und da das Projekt sehr schön für mich war und mir viel gegeben hat, war das natürlich noch das i-Tüpfelchen. Und das habe ich sehr genossen bisher. Also es geht um ziemlich beste Freunde. Den Film kennen die meisten wahrscheinlich. Und das Stück haben wir inszeniert und in den Kammerspielen gespielt. Und es hat für mich alles gestimmt. Es war die richtige Zeit, die richtige Rolle. Es war das richtige Team und auch das richtige Theater, weil ich die Atmosphäre in den Kammerspielen sehr schön finde. Ich finde, es hat eine perfekte Größe für ein Stück wie Ziemlich beste Freunde, um die Intimität trotzdem zu behalten und auf diese Reise zu gehen. Eine schöne Stelle in dem Stück, wo der Philippe zu ihm abends, nachts im Bett, hat er eine Panikattacke und leidet an Schmerzen und stößt zu ihm, hat selber Angst, aber er kann ihn dann beruhigen und die beiden sitzen dann nebeneinander im Bett und unterhalten sich über das Leben. Und im Endeffekt sagt Philippe ihm, dass er im Leben so eingeschränkt ist, weil er nicht machen kann, was er will. Und dann sagt Driss daraufhin zu ihm, ja, aber mir geht das genauso. Und er sagt, das stimmt doch nicht, sie können doch machen, was sie wollen, weil er halt frei ist, er kann sich bewegen. Und sagt er, nein, also sie können nicht machen, was sie wollen und ich darf nicht machen, was ich will. Und das ist, glaube ich, der Kern, so, der die beide so verbindet. So, ja. Also, ich habe euch ein kleines Armband mitgebracht. Es bedeutet für mich, es geht mir nicht um das Armband an sich. Ich habe immer irgendwas an mir, das ich am Tag mitnehme, das für mich eine Art Glücksbringer ist. Und weil ich der Meinung bin, ich brauche immer irgendwas, was mir positive Energie mitgibt, was mir die Möglichkeit gibt, dass am Tag was Schönes passiert, das ein bisschen auf mich Acht gibt.